Was geht ab, Leute? Und damit erstmal herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Es gibt neue und wie ich finde sehr spannende Infos zur Rocket League, denn das erste Event steht vor der Tür. Und es werden auch so ein paar Fragen gelüftet, vor allem was die Cryptos angeht, über die wir vor dem Update ein paar Infos bekommen haben, aber auch ziemlich wenig. Und hier wissen wir jetzt mehr dazu. Und wie gesagt, das erste Event steht vor der Tür. Wir werden jetzt alles einfach mal Schritt für Schritt durchgehen. Und fangen am besten damit an, dass das Event natürlich passend zur Jahreszeit ein Halloween-Event ist, was auf den Namen Haunted Hallows hört. Und der Zeitraum für dieses Halloween-Event ist zu unserer Zeit am 17.10. um 2 Uhr morgens, dort beginnt es. Und enden wird es am 6.11., also im November um 19 Uhr. So, während dieses Zeitraums, und das ist mal das erste, zu dem wir kommen, haben wir eine neue Währung in-game. Diese hört auf den Namen Candy Corn, damit ist nicht der Boost gemeint, sondern eine neue Währung. So, jetzt fragt man sich natürlich, wofür ist die Währung? Dazu kommen wir gleich. Wir kommen erstmal dazu, wie wir sie bekommen. Und das ist so schlicht wie eigentlich immer. Wir müssen einfach nur Online-Matches spielen und auch abschließen. So, um Candy Corn zu verwenden, muss man dann im Hauptmenü einfach auf die während des Events verfügbare Schaltfläche Special Event klicken. Und dann kann man Candy Corn ausgeben. So, jetzt fragt man sich natürlich, wie ich gerade schon sagte, wofür. Und das werden wir jetzt auch Schritt für Schritt durchgehen. Denn Candy Corn kann man ausgeben für die neuen Halloween-Items, die Cryptors und die neue Haunted Hallows Crate. Wir können mit der Währung natürlich auch Items kaufen. Aber die Items, die wir damit kaufen können, sind andere als die, die wir durch die Crate erhalten. Zu Candy Corn ist noch zu sagen, dass es während des gesamten Events ausgegeben werden kann. Und auch Sachen, die ihr damit kauft, nach dem Event natürlich noch verfügbar und auch euers sein werden und auch bleiben. Candy Corn wird auch eine Woche, nachdem das Event zu Ende ist, verfallen. So, dann kommen wir auch schon zu den Decryptors. Und das war ja das vom letzten Update, was uns alle so ein bisschen blöd dastehen lassen hat, sag ich mal. Wir haben nicht wirklich viele Infos dazu bekommen. Und jetzt haben wir hier eigentlich alles, was wir brauchen. Decryptors sind die neueste Art, Crates in Rocket League freizuschalten. Und sie können für alle Crates, einschließlich Event-Crates, verwendet werden. Der einzige Weg, die Cryptos zu bekommen, ist, sie während dieses Events mit Candy Corn zu kaufen. Ich denke mal, bei kommenden Events wird es dann auch immer irgendeine Währung geben, womit man diese Cryptos dann kaufen kann. So, jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, wie ich finde. Es wird hier nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass Items, die wir aus Kisten ziehen, die mit den Cryptos entsperrt wurden, nie tradebar sein werden. Und ich wiederhole das nochmal, wenn wir ein Item aus einer Kiste, die wir mit einem Decryptor geöffnet haben, ziehen, können wir das nie traden. Und ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall könnt ihr natürlich dazu gerne eure Meinung da lassen. Wir gehen jetzt zur nächsten Info. Und das sind die neuen Haunted Hallows Event Crates. Diese Crates sind natürlich nur während dieses Events verfügbar. So, jetzt stellt man sich natürlich wieder die Frage, wie bekommt man diese Crates? Und es gibt natürlich den ersten Weg, man spielt Online-Matches und bekommt sie vielleicht irgendwann gedroppt, wie wir das bis jetzt von den anderen Crates kannten. Dann haben wir die zweite Möglichkeit, dass wir sie mit der Währung während des Events durch Candy Corn kaufen können. In beiden Fällen können wir die Kiste natürlich mit einem Key oder auch die Crypto öffnen. Wir können aber auch die Crates direkt kaufen. Und das ist neu, das hatten wir so bis jetzt noch nicht. Kaufen können wir sie ähnlich wie die Keys. Ich denke mal, dass der Preis dann auch genauso sein wird. Wenn man sie aber gekauft hat, muss man sie nicht mehr mit einem Key oder die Crypto öffnen, sondern kann sie direkt so öffnen. Bedeutet, ihr braucht also für eine gekaufte Crate nicht auch noch einen gekauften Key, sondern könnt sie, wie ich gerade schon sagte, einfach so öffnen. So, zu einer Sache kommen wir jetzt noch, und zwar werden die Haunted Hello Crates nicht für das nächste Halloween-Event aktualisiert. Bedeutet, man kann ja mal auf den Gedanken kommen, wenn ich eine behalte und erst nächstes Jahr zum nächsten Halloween-Event öffne, habe ich dann gleich die neuen Sachen. Das wird hier nicht so sein. Bedeutet, öffnet ihr eure erst nächstes Jahr, habt ihr die Items drin, die es dieses Jahr gibt, weil sie nicht aktualisiert wird. Und ja, kurz zu den Items, die in dieser Crate sein werden. Ich werde euch mal so ein paar Bilder in den Hintergrund packen, man sieht es ja schon. Es soll ein Dabbing Weeper da sein, der eine Goal Explosion sein soll. Wir sehen auf dem Dominus diese Wheels mit dem Auge in der Mitte. Und wir sehen auch diesen neuen Boost, wo anscheinend die Kürbisse rausrollen. Es sind auf jeden Fall eine Menge Items dabei. Deagle sehen wir auch auf dem Dominus, was wir so bis jetzt noch nicht kennen.
Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich werde natürlich ein Opening machen. Wie, weiß ich noch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, das waren eigentlich alle Infos dazu. Ich freue mich eigentlich immer auf so Events. Weiß nur noch nicht so ganz, was ich von diesen ganzen Neuerungen halten soll. Ich werde das aber nochmal separat in dem Video alles besprechen. Das hier ist nämlich nur das Infovideo. Deswegen hoffe ich, ich konnte euch damit weiterhelfen. Sage bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Event und ciao.